So, hallo meine lieben Freunde, zurück zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. In der letzten Folge haben wir ja den Jungen gerettet. Ohne Probleme sind wir da durchgeschlichen. Und als Dank wurden wir sozusagen wieder zusammengestaucht. Ihr seid Verstoßene, darfst nicht mit ihm reden. Kein Danke, kein gar nichts. Aber wieder auf uns herabschauen, ne, und sagen, ist nicht. Weiß ich nicht, warum wir verstoßen sind. Ich hoffe, wir bekommen es in naher Zukunft mitgeteilt, weil es interessiert mich wirklich, warum es so ist. Schauen wir jetzt mal, wie es in der Geschichte weitergeht. Halt den Mund, Junge. Halt bitte den Mund, Junge. Halt den Mund, Junge. Halt bitte den Mund, Junge. Bleib weg, nicht Mutter! Okay, das ist jetzt echt mal nicht nett. Ah, wir können sozusagen unseren Charakter entwickeln. Ziel auf seinen Kopf, schlag ihm den Stein aus der Hand. Lass mich mal sehen. Hier, halt still. Gleich. Warum? Warum bin ich ausgestoßen? Aloy, jetzt ist nicht die Zeit. Wer war meine Mutter? Aloy, ich hab's dir schon gesagt. Das dürfen wir nicht wissen. Du warst noch ein Säugling, als die Stammmütter dich zu mir brachten. Und die Stammmütter wissen es? Ach, so einfach ist das nicht. Aber sie wissen es. Aloy, wir sind Ausgestoßene. Aber wie werden sie damit rausrücken? Die Stammmütter? Das könnte vielleicht möglich sein. Also wie denn? Es wird gefährlich. Wie? Du müsstest viele Jahre üben. Ist mir doch egal. Wie funktioniert es? Sag es mir. Die Erprobung. Der Initiationsritus jedes Jahr. Die ihn bestehen, werden Krieger. Aber wer auch immer gewinnt, dem erfüllen die Stammmütter einen Wunsch. Ein Wunsch? Ja, was immer der Sieger sich wünscht. Dann mache ich es. Egal wie schwierig. Ich werde gewinnen. Verstehe. Dann lass uns anfangen. Dein Training wird sehr hart. Und es wird Jahre dauern. Trainieren? Ja, komm!
und somit wurde aus seinem Kind eine Kriegerin. Schön gemacht. Rost? 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 Wo ist er? Zwei Tage vor der Erprobung und er geht ohne mich weg? Das sieht ihm gar nicht ähnlich. Stufe 3 erreicht. Die Spitze des Speers. So, jetzt sind wir eine junge Frau. Man hat ja in dem Trailer davor schon gesehen, wir sind eine super krasse Heldin. Haben 20 Bögen, also Pfeile. Ah, jetzt ein Speer zum Schlagen haben wir auch. Unser Spielzeug haben wir zum Glück immer noch. Ja, mal gucken, wo er ist. Ich habe so jetzt kein gutes Gefühl. Hm, wir können Feuer machen, cool. Ja, die brauchen wir immer, um Pfeile zu machen. So. Ups, das wollte ich gar nicht. Na, hier haben sie immer trainiert. Immer wichtig, alles einsammeln. Weil wir werden sicherlich irgendwann alles brauchen. Können wir irgendwie was am Feuer machen? Schnellspeicherung. Ah, dafür ist also ein Feuerchen gedacht. Wir wollten doch heute jagen gehen. Warum ist er nicht hier? Wohin ist er gegangen? Ich glaube, ihm ist was passiert. Was macht er hier oben? Ach, da ist er. Doch nochmal Glück gehabt. Grafisch richtig schön. Richtig schön. Ja, steht da einfach nur rum. Dann gehen wir da mal hin. Aloy, du bist hier. Wolltest du allein sein? Nein. Wir müssen reden. Ich habe über dein Training nachgedacht, Aloy. Du kannst jagen, du kannst überleben. Aber ich fürchte, eine Lektion fehlt noch. Willst du sie jetzt lernen? Natürlich. Ich lerne alles, was du mir beibringst. Hier gab es kürzlich Ärger. Das gibt uns die Chance für diese Lektion, doch sie ist gefährlich. Sei vorbereitet. Oder du stirbst. Geh ins Becken hinab und jage, bis du die Teile für Feuerpfeile hast. Feuerpfeile? Von welcher Art Ärger sprechen wir hier? Wenn du die Teile hast, treffen wir uns hier, am Tor hinter dem Dorf Mutterherz. Das Nordtor? Am Rande der Umfassung? Ja. Mach dich auf den Weg. Soll ich noch irgendwas tun, wenn ich unten im Becken bin? Die kauzige Grater könnte Nahrung brauchen. Besorg ihr eine Wochenration Fleisch, wenn du die Zeit dafür hast. Wäre schön, wenn sie mal Danke sagt. Ach, Grater folgt dem Gesetz. Ihr Schweigen ist etwas Ehrenhaftes und nichts anderes. Wenn du meinst. Ist sonst noch was mit dir? Nein, mir geht's gut. Machst du dir Sorgen, was dann passiert? Nach der Erprobung? Was passiert, ist klar. Du wirst in den Stamm aufgenommen und ich bleibe ein Ausgestoßener, den man meidet.
Rost, selbst wenn der Stamm mich aufnimmt, ich... Es gibt viel zu tun, Aloy. Wir reden später darüber. Okay. Ich besorge die Teile, aber ich werde auch bei Cast vorbeischauen. Aloy, dieser Mann bricht das Gesetz, wenn er mit dir spricht. Und ich bin froh darüber. Ich will eine Stolperfalle und niemand sonst verkauft an Ausgestoßene. Dann solltest du sie auch laden. Du wirst sie heute Nacht brauchen können. Das klingt geheimnisvoll. Okay, wir sehen uns am Nordtor. Rede mit Gerata. Das ist bestimmt der Junge, den wir gerettet haben damals. So, das ist die Route. Ich muss sagen, wir haben viel jetzt zu tun. Packen wir es an. Na, ah, natürlich. Schnee. Hier draußen wird es nicht wärmer. Irgendwas macht ihm echt Sorgen. Wenn er glaubt, dass ich ihn verlasse, täuscht er sich. Ja, du, ist verständlich, dass sie sagt, ich würde ihn nicht verlassen, ne? Er ist ja eine Vaterfigur für sie. Man hat sie großgezogen. Stellt sich natürlich die Frage immer noch, warum? Die Gesetze sind wohl klar vorgegeben. Nur ich möchte erfahren, wieso. Können wir noch nicht machen. Da haben wir genug. Dann gehen wir doch mal jagen. Das Becken. Noch nie habe ich dieses Tal hinter mir gelassen. Das wird sich nach der Erprobung ändern. Zwei Tage. Zwei Tage, bis ich Antworten bekomme. Zwei Tage, dann weiß ich, wer sie war. Und warum ich nach der Geburt ausgestoßen wurde. Als ob es dafür eine Entschuldigung gäbe. Na gut, dann sammle ich mal die Teile für ein paar Feuerpfeile. Ich muss eine Herde suchen. Was ich gerade merke. Heben wir doch mal die Stimme ein bisschen hervor. Der ist schon mal kaputt. Mutterherz. Noch zwei Tage, dann weiß ich, wie es dort ist. So viele Leute, alle an einem Ort. Dort fühlt man sich bestimmt nie einsam. Ich lasse mich von Ausgestoßenen nicht provozieren. Warum fällt es manchen Leuten nur so schwer, die Weisheit der Sternmütter zu achten? Gut, dann red's halt nie mit mir. Tut mir leid. Tse. Ich sollte noch ein bisschen Fleisch besorgen, ne? Da ist er. Wo willst du denn hin?
Okay. Wir können sogar schneller abfeuern. So. Jetzt nur noch. Mit dem Jungen reden und die Teile sammeln. Ah, da oben haben wir ja schon mal. Könnt ihr von da oben angreifen? Unsere Haare passen natürlich perfekt ins Gestrüpp. Ich bin bereit. Ich habe keine Wahl. Hui. Hier schlafen. Oh. Wo? Ich habe nur 4 Pfeile. Jetzt. Könnte es tricky werden. Bam! Ja, man muss ja die Schwachstellen treffen. Dann klappt es auch mit dem direkten Abschuss. Hat die auch erbeuten? Ja. Haben wir eine Waffenmodifizierung bekommen? Diese Audio-Demos haben wir ja gefunden, also Datenpunkte. Den Bogen haben wir. Ach, okay, ist Ausrüstung. Was haben wir denn gefunden? Wächterherz. Dieses seltene Maschinenteil kann nur von Wächtern erbeutet werden und ist bei Händlern begehrt. Ah, Talentbomben haben wir auch. Prima. Und links in Gelb haben wir 3 Talentpunkte. Stille Landung. Jägerreflexe. Beim Zielen während des Springens. Oh, cool. Das ist so eine Art, ja, Verlangsamung der Zeit. Sowas ist ja mal nice. Das ist cool. Machen wir. Muss man gedrückt halten, dann wird es erlernt. Das auf jeden Fall. Krieger. Konzentration. Okay. Dann haben wir ja jetzt schon mal was dazugelernt. Here we go. Wir brauchen noch viel mehr Maschinenteile.
Aber so von der Bewegung her echt gut gemacht. Hallo Schweinchen. Sehr nahrhaft. Okay, cool. Das sind wieder so Aspektpunkte, da denke ich gleich wieder an Uncharted oder Tomb Raider. Aber bei ihr ist das definitiv flüssiger. Wohin verschlägt sie mich gerade? Wieso kommen wir jetzt nirgendwo hoch? Da ist eine Kante. Oder auch nicht. Was übersehen wir denn jetzt gerade? Wir übersehen alles. Okay, ich dachte, da kann man... Genau. Oh, schön, wie das Licht gerade die Sonne hier reinkommt. Hab's nicht mehr verbeuten? Nein. Das hier oben irgendwie so eine Art Lager. Ach, so ein Abteilpunkt. Da müssen wir jetzt aber nicht runter. Irgendwie immer noch sehr leise, die Dame, ne? Ich weiche total vom Pfade ab. Wahnsinnig cooler Move. Oh, was ist das denn? Cool. Wie zwei riesige Maschinententakeln. Krass, da will ich hin. Aber schön, der ganze Wald so im Nebel. Oh, wir müssen weiter runter. So wie du, dub. Da gibt es wieder was zu erbeuten. Hier gibt es jede Menge zu erbeuten. Aber hier würde ich jetzt mal sagen, die Schlacht geht weiter in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder dabei, wenn es wieder heißt
Let's play Horizon Zero Dawn. Macht's gut, Leute!